Es ist ein Teil der Wiege unserer abendländischen Kultur. Es ist ein Land, also sagen wir mal jetzt in den heutigen Grenzziehungen, die ja ein Resultat des Kolonialismus zwischen den beiden Weltkriegen war, als Stück dieses sogenannten Osmanischen Imperiums, des alten Mannes am Bosporus, der krank geworden ist, und davor halt ein Teil der arabischsprachigen Welt. Es ist ein Land, in dem sämtliche Besatzer schon mal zu Besuch waren. Also nicht nur die Kreuzritter und die Pharaonen, die Mongolen und die Perser, die Franzosen und ich weiß nicht wer noch alles, aber im Grunde alle waren schon mal da. Und das merkt man auch heute noch. Die Mischung im Land ist unglaublich. Du hast im Grunde alle Ethnien, alle Religionen, alle Konfessionen zusammen. So wie ich dort aufgewachsen bin, Ende der 50er und die ganzen 60er über, und ich war auch in den 70er, 80er natürlich auch in Syrien immer wieder und länger, haben wir immer friedlich zusammen gelebt. Und ich mit einem irakischen Vater und einer deutschen Mutter bin im Grunde der durchschnittliche Damaszener. 60er in Syrien, wie kann ich mir die vorstellen? Herrlich, es war genauso hip wie hier. Ja, seit tausenden von Jahren ist es das. Manchmal gezwungenermaßen und manchmal im eigenen Interesse. Gezwungenermaßen weltoffen, wenn die Welt halt kommt. Meistens dann mit irgendwie Schwertern in der Hand oder sonst was, aber mit denen muss man dann auch irgendwie klarkommen. Und die, nehmen wir mal die Damaszener so als den harten Kern dieses Landes. Das ist ein Händlervölkchen. Und für einen Händler ist eine Leiche äußerst kontraproduktiv. Der kannst du höchstens noch den Verwandten irgendwie ein Leichentuch vertickern, ein Leichentuch verkaufen, aber mehr ist da nicht drin. Sprich, es ist viel besser, wenn es den Leuten, wenn sie Leute erstmal leben, und noch besser ist, wenn es den Leuten gut geht. Weil dann kannst du mit ihnen auch gute Geschäfte machen und ihnen die Hosen richtig ordentlich runterziehen. Aber irgend so ein paar zerfetzte Lumpen, ich meine, da lohnt sich doch die Mühe nicht. Einer meiner Sprüche war, wenn man bei der Umayyaden-Moschee in Damaskus darunter graben würde, tief genug, würde man wieder verrostete Coca-Cola-Dosen vom letzten Mal finden. Also von der letzten Hochkultur, was weiß ich, 50, 100.000 Jahre oder 1 Million Jahre. Ich nehme an, du verstehst, was ich damit sagen will. Das ist natürlich ein Ort, der nachweislich, ich glaube, 7.000 so momentan die Archäologen. Aber ich meine, es ist doch von der Logik her klar, dass da auch vorher Leute waren an so einem Fleck. Gerade wenn er sich zumindest 7000 Jahre lückenlos dokumentieren lässt. Leider habe ich noch nicht die Genehmigung gekriegt, dort zu graben. Es würde mich wirklich jucken. Ich bin ein Gegner der doppelten Staatsbürgerschaft und für die dreifache. Ich habe die irakische, die syrische und die deutsche Staatsbürgerschaft. Zur Erklärung. Also ich bin 52 in Berlin geboren und bin mit etwa, ja, wie alt war ich da, so 4,5, 5, also 56, 57 mit meinen Eltern nach Damaskus, die dort ein Ingenieurbüro aufgemacht haben. Und ja, das war dann halt ab dem Zeitpunkt meine Heimat. Ich war am ersten Tag schon Damaszener. Insofern, als dass ich einen anderen Jungen kennengelernt habe, wir konnten natürlich kein Wort miteinander reden. Er hat mich trotzdem gleich zum Essen eingeladen. Wir sind heute noch befreundet. Er lebt in München. Seine 4 Kinder sind schon lange aus dem Haus. Auch er ein perfekter Damaszener. Seine Mutter Tscherkessin, sein Vater aus Nordsyrien. Zeitweilig war er mal Chef vom Hafen Latakia. Die 60er über bin ich dann in die Schule gegangen, habe 70 mein Abitur gemacht in Damaskus. In den Sommermonaten waren meine Mutter und ich häufig in Deutschland, halt Ferien über. Dann war ich danach zwischen 70 und Ende 76 hier in Berlin an der TU als freier wissenschaftlicher Mitarbeiter und habe 77 das Ingenieurbüro meiner Eltern in Damaskus übernommen, bis kurz vor Mauerfall, also 2 Monate vor Mauerfall, bin ich wieder zurückgekommen. In der Zeit natürlich auch jedes Jahr ein-, zweimal mindestens hier in Deutschland gewesen. Geschäftlich, sagen wir mal, mehr als jetzt irgendwie urlaubsmäßig. Ja, also das ist, war immer so, man kann sagen, 10 Jahre hier, 10 Jahre dort. Und das ist sehr angenehm, weil wenn du an einem Ort bist,
nach so einer Zeit, irgendwann mal wird es entweder langweilig oder man hat die Schnauze voll, egal was es nun ist, entweder hier, weil es so super sauber ist und alles so perfekt, oder dort eben, weil es korrupt ist und alles so schwierig ist, ne? Aber dann gehst du halt zu dem anderen, ich sag dazu, vom Tanzbein aufs Standbein, bist wieder mit neuer Energie dabei und genauso freue ich mich, wenn ich wieder von Deutschland nach Syrien gehe. Hat sich das Land verändert? Natürlich hat sich das Land verändert in den ganzen Jahren. Das hat sich jedes Land und genauso auch Syrien. Was sich nicht verändert hat, sind die Leute. Egal, welche Technologien sie benutzen oder sowas in der Mentalität, in ihrer Art zu denken, in ihrer Art zu sein, haben sie sich so gut wie nicht verändert. Richtig, es entspricht ja auch nur einem, sagen wir mal, stark zensierten Blickwinkel. Ne? Der zensiert ist es der alte Begriff dafür, man kann auch sagen, entsprechend nach entsprechenden Interessen eingefärbt oder ausgerichtet. Und die Interessen, die haben wir ja schon erlebt, das fing an mit Tunesien, ging dann weiter mit Ägypten, Libyen, in Bahrain wurde es versucht, im Jemen gab es Bewegungen. In den anderen arabischen Ländern auch. Teilweise hat man hier überhaupt nichts davon mitgekriegt. Und dann irgendwann mal war auch Syrien dran. Tatsächlich gab es am Anfang in Syrien zivile, friedliche Demonstrationen, vollberechtigt für Reformen. Das Land wird, wie seit immer schon, von einer Kleptokratie beherrscht. Wie gesagt, das war früher waren es teilweise ausländische Besatzer, 500 Jahre lang die Osmanen. Danach haben die Franzosen das übernommen in einer relativ späten Zeit. Also die Franzosen haben, kann man sagen, eher noch ins Land gebracht als vom Land was genommen. Ne? Die ersten Stromnetze, sie haben Schulen gebaut, Krankenhäuser. Also viele Leute sagen, Mensch, wären die Franzosen doch noch 10, 20 Jahre länger geblieben, dann wären wir echt ein Stück weitergekommen. Danach gab es eine Zeit, die man mit der Weimarer Republik hier in Deutschland vergleichen kann. Also Demokratie, freie Wahlen, Mehrparteiensystem. Ich selber erinnere mich noch, mein Freund, von dem ich gerade erzählt habe, ne, dessen Vater hat sich dann auch irgendwann mal zu einer Wahl als Kandidat aufstellen lassen und er und ich sind als kleine Steppkes, ich schätze mal, vielleicht waren wir so 7 oder 8 Jahre rum und haben dann die Zettelchen mit seinem Konterfei drauf und dem Namen überall an die Wände geklebt. Das hat eine Weile gedauert, dann begannen die sogenannten Militärputsche, regelmäßig alle 6 Monate, da konnte man die Uhr danach stellen und dann gab es einen Militärputsch, das war eben der spätere Präsident Assad. Das war der erste, der als Underdog im Grunde einen Militärputsch gemacht hat. Die anderen entstammten alle aus dem Mittelstand oder noch höher, ne? Die dann halt als Offiziere oder Minister, naja, dann meinte der andere Mensch, er ist jetzt seit 6 Monaten schon Staatspräsident, das reicht doch, jetzt komme ich mal dran, ne? Dann haben sie dem jemand nach Hause geschickt, ja, tut uns leid, Herr Präsident, schrecklich, aber Sie müssen jetzt hier unter Hausarrest bleiben. Ja, was, wieso? Ja, es gab eine Revolution. Ja, wer ist denn dran? Naja, Offizier so und so ist der neue Staat. Ach, alter Kumpel, ja, grüßt ihn schon von mir. Also so verliefen die wirklich total unblutig und so. Und als dann halt Assad, als wie gesagt Underdog an die Macht kam, hat der sich dann nicht mehr nach 6 Monaten wegdrängen lassen. Kann man auch verstehen, dessen, sagen wir mal, Ethnie, es ist im Grunde auch eine Art Sekte, halt die Alawiten, stammen aus den Bergen. Das sind Leute, die haben einen granitenen Schädel, ähnlich wie halt die Umwelt, in der sie leben. Und das war zum ersten Mal, dass die überhaupt die Chance hatten, weil vorher mussten die manchmal ihre Söhne und Töchter als Dienerschaft in die Handelsstädte mehr oder minder verkaufen, um überhaupt überleben zu können. Und über die Offizierslaufbahn, sprich als dann eben Syrien eine normale Armee hat, wo alle eingezogen worden sind, gelang es ihm, sich ausbilden zu lassen. Er wurde ja Militärpilot dann in Russland ausgebildet und so hat er diesen Aufstieg geschafft. Das war aber auch nicht das Schlechteste für das Land, weil es brachte eine Stabilität. Und letztendlich, dass wir eine sozialistische Erbmonarchie haben, wie ich das gerne nenne, ist ein System, mit dem man dort ohne weiteres leben kann. Der Punkt ist der, dass der junge Assad, Bashar al-Assad, nie Präsident werden wollte.
Nach unserem modernen demokratischen Verständnis sind ja solche Leute eigentlich die Besten, um eine gewisse verantwortliche Machtposition innezuhaben. Er hat die Präsidentschaft quasi von seinem Vater vererbt bekommen, hat als braver Sohn das auch angenommen, war aber zu soft, um dem eine Nacht der langen Messer folgen zu lassen und erstmal die paar hundert Gefolgsleute von seinem Vater über die Klinge springen zu lassen, um sich selber einen Freiraum zu schaffen. Das ist mit ein Problem, an dem er ganz schön zu nagen hat. Also mir tut der Junge leid. Von der europäischen Warte sagen wir, Hut ab, holla. Er hat es ja auch versucht, es gab ja diesen sogenannten Namazener Frühling dann. Es gab beginnende, eine demokratische Blüte. Ich denke mal so ähnlich wie 68 halt hier im Ostblock ist ja auch passiert ist. Ne? Da sind dann die russischen Panzer ganz schnell gekommen. In Syrien war es nicht notwendig, dass da von außen jemand interveniert, sondern das hat letztendlich die Kleptokratie gemacht, die Familie von ihm. Die Leute, die halt Milliarden aus ihren Positionen gesogen haben oder ja Nutznießer waren dessen. Wir haben gesagt, hast du eine Macke hier? Unser Land willst du uns hier wegnehmen und alles? Und auch da wieder war er zu soft, um sich durchzusetzen. Und tja, die Situation ist so, du hast gesagt, Bürgerkrieg. Es ist kein Bürgerkrieg, Gott behüte. Es ist tatsächlich so gewesen, dass nach diesen friedlichen Demonstrationen in den ersten 2 oder 3 Wochen schon gewisse militante Kräfte angefangen haben, das Ganze zu kapern. Das ist auch vor, ich glaube, 6 Wochen, 8 Wochen dann endlich mal hier in der Presse öffentlich angekommen. Ne? Aber so lange hat es gedauert, fast ein Jahr lang. Und die Syrer, die ein bisschen das Land kennen, sei es jetzt, oder die Syrer, die ihr Land kennen, weil sie im Land leben, oder auch im Ausland leben, aber ihr Land trotzdem kennen, die haben das von Anfang an gesagt, haben gesagt, hallo, es ist nicht Tunesien, es ist auch nicht Ägypten, es ist ganz anders. Und von den, ja, momentan ist die Zahl, glaube ich, die ging ja so über die ganzen Monate und Wochen und so mit 500er Sprüngen immer schön aufwärts. Ich glaube, bei 8000 Toten sind sie inzwischen. Da kann man, ohne viel zu recherchieren, sehr schnell zu den, sagen wir mal, Details kommen, dass etwa ein Drittel davon bewaffnete Rebellen sind, die in jedem Land mit Waffengewalt zurückgewiesen worden wären, auch hier in Deutschland. Dass ein Drittel von diesen Toten Soldaten, Polizisten und Sicherheitskräfte sind. Das ist auch immer wieder mal so ein bisschen hier durchgekommen, aber wurde dann ganz schnell wieder runtergedrückt, damit diese Zahl schön groß bleibt. Ja, und der restliche Drittel sind in den meisten Fällen tatsächlich unschuldige Zivilisten, die zwischen die Räder gekommen sind. Die Amerikaner nennen das Kollateralschäden und haben in den letzten 10 Jahren etwa das 100-fache davon verursacht weltweit. So, aber ein Bürgerkrieg ist es noch nicht und ich glaube, ich spreche da im Namen aller Syrer. Wir hoffen auch, dass wir das umgehen können. Danke an die Interessen Chinas und Russlands. Die haben es nicht aus Nettigkeit gemacht, sondern um eine gewisse Einpolarität zu vermeiden. Und wir hoffen immer noch, dass wir mit allen Syrern, inklusive der Regierung und sogar der Familie Assad, zu einer friedlichen Lösung noch kommen. Die Hoffnung ist natürlich, wo ist der arabische oder der syrische Mandela, der das schafft? Um da eine kurze, knappe Antwort zu geben, Spiegel Online erwähnt in fast jedem Artikel über Syrien, die und die Informationen kann man nicht verifizieren, da das Regime ja keine ausländischen Journalisten reinlässt. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, gibt es doch den schönen deutschen Spruch oder den mit den kurzen Beinen. Todenhöfer war in Syrien, Karin Leukefeld ist die ganze Zeit in Syrien, vom Zenit Daniel Gerlach ist in Syrien. Das sind ja nur ein paar unserer bekannten deutschen Journalisten, die ich zum Teil auch persönlich kenne. Genauso sind auch sogar die ganze Zeit über Touristen in Syrien. Hier, du kannst versuchen, hier in Berlin zur Botschaft zu gehen und als Journalist ein Visum zu verlangen. Du kriegst das innerhalb von 3 Tagen. Also, wer verifizieren will, bitteschön, kann gerne kommen. Wer illegal mit irgendwelchen Rebellen illegal über die Grenze kommt und sich dann wundert, dass er dabei umkommt, sorry, dafür kann weder die syrische Regierung noch das syrische Volk etwas. Und auch das Einziehen von sämtlichen Telefonen und Mobiltelefonen
scheint auch nicht so weit her zu sein. Also ich kann mit meinen ganzen Freunden telefonieren. Und meistens benutze ich von hier aus ihre Handys, aber genauso häufig auch die Festnetze. Ich habe dort noch Wohnung, Land. Ein Verwandter von mir arbeitete als Konsul einer irakischen Botschaft in Damaskus. Momentan arbeitet er an seiner Promotion im Irak. Ist gerade am Freitag wieder nach Damaskus gekommen. Am Samstag haben wir miteinander telefoniert. Wir haben gesagt, ja, wie steht's mit dem Land, Wohnung und so, alles in Ordnung. Das Einzige war, als in Duma vor etwa acht oder drei Monate ist es jetzt schon her, gab es halt auch bewaffnete Konflikte oder Konfrontationen. Und da hat der Wachmann, der auf das Land aufpasst, später mir gesagt, naja, Soldaten sind gekommen, er musste halt alles aufschließen. Wir haben Garagen, Lagerräume und sonst was. Und haben sich alles angeguckt, nee, keine Waffen versteckt, keine Leute versteckt. Okay, kannst wieder alles zumachen und sind weg. Ich meine, ich würde mich wundern und ich wäre nicht begeistert, wenn sie nicht das gemacht hätten. Das ist ihre Aufgabe. Wo kommen denn dann diese ganzen Gräuelmärchen her? Nee, aber ich meine, das kennen wir doch das Gleiche. Erinnerst du dich nicht an das Gräuelmärchen mit den Brutkästen im Irak? Ja. Ja, und? Nach zwei Wochen kam doch raus, dass es ein Betrug war, dass es niemand passiert ist und dass die Zeugin, die sie in Amerika aufgebaut haben, die Tochter vom kuwaitischen Botschafter war. Mhm. Ich meine, manchmal machen sie ihre Lügen dermaßen platt. So eine Brutkastengeschichte ist jetzt mit Syrien auch probiert worden. Aber da sind sie gar nicht mehr durchgekommen, weil inzwischen sogar schon Journalisten nicht mehr mitspielen. Von Jazeera El Jazeera hat, ich weiß nicht wie viel, ein, zwei Dutzend Leute haben ihren Dienst quittiert. Wegen Syrien. Weil sie gesagt haben, wir machen dieses Lügengespenst nicht mehr mit. Tschüss. Da stellt sich natürlich die Frage in zwei Worten, cui bono? Ja, natürlich. Selbstverständlich. Schau, ich habe im Mai letzten Jahres einen Artikel gelesen, eine Analyse von einem syrischen Journalisten, die mir sehr gut gefallen hat. Und kurz darauf hat mich Zenit, das ist ein Magazin für den Orient, wie es genannt wird, das Beste eigentlich hier im deutschsprachigen Raum, gebeten, ich soll doch über Syrien was schreiben. Ich habe den Jungs gesagt, aber gesagt, erstens, ich sitze hier, ich kriege genau die gleichen Meldungen mit wie ihr. Wenn ich mit meinen Freunden telefoniere in Damaskus, ach nee, alles Quatsch, es ist alles in Ordnung hier. Ne? Also daraus kann ich doch nichts schreiben. Außerdem würde ich sowieso nicht das schreiben, was ihr wollt. Und dann kam die Antwort und da hatten sie mich an der Eier. Hey, deshalb wollen wir ja, dass du schreibst. So, also habe ich mich hingesetzt und habe einen Artikel geschrieben. Der ist auch noch im Netz, ganz einfach zu finden. Ich will meinen Diktator behalten. Wir haben Meinungsfreiheit und das ist nun mal meine Meinung. So, und diesen Artikel habe ich eben auch geschrieben, erst nachdem ich diese Analyse von dem syrischen Journalisten gelesen habe, weil die erschien mir eine ziemlich nachvollziehbare Antwort auf die von dir gerade gestellte Frage, wem nutzt das? Guck dir Saudi-Arabien an. Saudi-Arabien ist ein sunnitisches Terrorregime, um es mal nett auszudrücken. Mhm. Sie terrorisieren zwar nicht so offensichtlich wie zum Beispiel von unserer Seite aus, wobei ich war nie in Afghanistan, also ich muss mich darauf drauf verlassen, was man hört, oder irgendwo anders. Nur, sie terrorisieren ihre Frauen ziemlich stark, da sind wir uns doch wohl alle einer Meinung. Sie terrorisieren ihre Minderheit, ihre schiitische Minderheit im Land sehr stark. Wenn du also mal an die Quellen rankommst, wirst du hören, dass da ein ziemliches Potenzial ist, was kocht. Sie haben den internationalen Terrorismus, mit dem die ganze Welt sich rumschlagen muss, schon immer finanziert. Ich weiß nicht, ob Bin Laden jetzt wirklich der absolute Oberbösewicht war, aber auch er ist Saudi-Araber. Und wurde mit saudischem Geld auch finanziert. Sie haben nachweislich diverse militante Organisationen in der gesamten arabischen Welt finanziert. Meistens unter dem Aspekt, okay, ihr dürft dort Bomben legen, hier geben wir euch auch Geld, aber unter der Bedingung, dass ihr uns in Ruhe lasst. Also das war so mehr eine Art Schutzgeldpolitik. Dazu kommt, dass die Herrscher, also die Sauds,
letztendlich das einzige Land der Welt, was nach einer Familie benannt ist. Ich meine, das muss man sich immer wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Panische Angst vor Persien haben. Persien ist militärisch viel stärker. Und die Saudis wissen, dass falls Persien sie angreifen würde oder wird, hoffen wir es nicht, dass dann die Amerikaner einen Teufel tun werden, die Saudis zu schützen. Die werden ihre eigenen Militärbasen schützen, ihre Schiffe im Golf und sonst was. Aber ob die Saudis dabei vor die Hunde gehen, ist denen scheißegal. Und ich möchte mal sehen, wer in der Lage ist, für 3000 Prinzen mit ihrem jeweiligen Anhang eine Luftbrücke zu machen, irgendwohin, wo sie dann ins Exil können. Der Schah ist damals mit 10 Jumbojets ausgeflogen aus Teheran und hat immerhin noch seine Rennpferde sogar mitnehmen können. Ich weiß nicht, wie viel von den 3000 Prinzen und ihrem Anhang aus Saudi-Arabien dann es rausschaffen. Also, gleichzeitig trauen sie sich aber nicht, Persien direkt ans Bein zu pissen. Also schlag den Sack und mein den Esel, und der Sack ist Syrien. Zum Wohl. Zum Wohl. Ich bin jemand, der lieber immer 20, 30 Jahre in der Zukunft lebt. Und zwar in einer Utopie, keiner Dystopie wohlgemerkt. Ich habe mir mal, weil du Israel erwähnt hast, mal angeschaut, was denn unsere Feinde so stark macht, was ihre Fähigkeiten sind. Bei uns in der Schule in Damaskus wurde ja auch immer gesagt, wir sollen von den Feinden lernen. Nicht, dass ich jemals gesehen habe, dass da irgendjemand das mal umgesetzt hätte, aber gut. Wir wurden nicht in einem Hass auf Israel übrigens erzogen, sondern klar, wir stehen mit denen in einem Kriegszustand, aber guck dir die Grenze an zwischen Israel und Syrien, die war 30 Jahre lang die ruhigste Grenze im gesamten Nahen Osten. Israel ist top im Bereich Management, Organisation, Elektronik, Software, erneuerbare Energien, Landwirtschaft in ariden Zonen und noch so ein paar Nischen. Alles Dinge, die auf der arabischen Seite nicht nur Mangelware sind, sondern absolut notwendig auch wären. Auf der anderen Seite fehlen Israel drei Dinge eklatant. Ressourcen jeglicher Art, menschliche Ressourcen, Bodenschätze, sogar Geld. Ich meine, der Schekel ist in den letzten Jahrzehnten, ich glaube, 3 oder 4 Mal abgewertet worden, das syrische Pfund nicht einmal. Nur um mal die wirtschaftliche Balance auch wieder, sagen wir mal, ins Gleichgewicht zu bringen. Sie brauchen Märkte und natürlich auch die entsprechenden Arbeitskräfte. Was haben die arabischen Länder? Mehr als genug Arbeitskräfte, Märkte und Ressourcen. Stell dir vor, diese Länder, also das heutige Israel, das dann vielleicht möglicherweise den Namen jüdischen Staat streichen müsste. Man will ja auch nicht, dass auf der arabischen Seite ein islamischer Staat entsteht. Können wir doch darauf verzichten. Bleiben wir doch laizistisch. Alle aber dann, bitteschön. Dann hätten wir also Israel, Syrien, den Libanon, Jordanien, Ägypten, so direkt als Nachbarschaft. Weißt du, wer dann in Schwulitäten kommt innerhalb von weniger als einer Generation? Europa. Mhm. Weil diese Region wäre sozusagen jung, dynamisch, aktiv, noch voller Ressourcen, voller Bodenschätze, voller Leute, die unglaubliche Energie haben, während wir uns ja langsam in ein Altersheim für alle entwickeln. Man könnte auch da eine positive Kooperation sich vorstellen. Also es muss nicht unbedingt zu einer Konfrontation führen. Nur die Leute, die heute hier das Sagen haben und hauptsächlich eben wirtschaftlich von Wirtschaftsinteressen dominiert sind, die sehen ja sowohl die Wirtschaftsführer, okay, die sehen vielleicht nicht nur die nächste Wahlperiode, sondern schon 2 oder 3 Wahlperioden weiter. Ich hoffe es zumindest. Aber die Politiker, die in ihrem Auftrag unterwegs sind, die sehen ja nun wirklich immer nur sehr kurzfristige Ziele. Und die haben Angst, die haben einfach Panik. Und das lässt sich in der Geschichte bis auf 1830 und 1831 zurückverfolgen. Du hast vorhin den Vergleich gezogen, dass dieses
Durcheinander, dieses Chaos dort sehr und danach aussieht, wie es mal hier war. Natürlich, selbstverständlich. Es hat ja auch, wie lange, 300 Jahre gedauert von der Französischen Revolution bis zu der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, wo diese Völker hier in Europa irgendwann gesagt haben, jetzt reicht's uns. Wir haben die Schnauze voll. Und wir, in uns, also gerade jetzt du und ich, unsere Generation, ja die erste Nachkriegsgeneration ist, die in diesem Frieden aufwachsen konnte. Ein unglaublicher Luxus, wenn du das mal mit den Generationen vor uns vergleichst. Und also auf der einen Seite dieses riesige Potenzial, was möglich wäre, wenn im Nahen Osten Frieden eintreten würde, und hier die Angst davor, die sich damals ausdrückte, das war nämlich, als Muhammad Ali kurz davor war, den Obermufti da in im heutigen Istanbul, also den Sultan, den osmanischen Sultan, einen Kopf kürzer zu machen. Da haben sich in London, soweit ich weiß, war das, alle entsprechenden europäischen Mächte, Franzosen, Engländer, Preußen, Habsburger, was weiß ich, sogar der Zar war, glaube ich, dabei, ganz schnell zusammengetroffen und haben gesagt, okay, zweimal haben wir diese Kanaken schon stoppen können. Das erste Mal bei Tours und Poitiers. Damals blieb dann Andalusien als Hort der Wissenschaft und des Friedens und zumindest mehrere hundert Jahre lang übrig, während in Mitteleuropa finsterstes Mittelalter war. Das zweite Mal haben wir sie vor Wien gestoppt. Ein drittes Mal werden wir sie nicht stoppen können. Also müssen wir dafür sorgen, dass sie vor Ort klein und zerteilt bleiben. Die alte römische Regel, teile und herrsche. Und genau das wurde dann im Zuge des Zerfalls des Osmanischen Imperiums gemacht. Und aus einer Region, die gleiche Sprache hat, im Grunde die gleiche Geschichte, wurden 20 Staaten, inzwischen sind wir, glaube ich, schon 22 oder 23, und wir werden immer mehr, zwei Sudans haben wir jetzt, der Irak wäre ja auch schon fast geteilt, er ist auch schon fast geteilt, obwohl es nominal immer noch ein Staat ist, und so weiter, immer klein, Hacke, 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 ne? Warum? Aus Angst davor, dass dort ein tatsächlich mächtiger Konkurrent heranwächst. Statt das zu unterstützen und ihn mit der Umarmungsstrategie zu bringen. Warum? Guckt ihr doch mal, was ist denn Europa? Wenn die Griechen Europa, oder wie sie es damals ausgesprochen haben, war das Gebiet um das Mittelmeer. Das heißt es auch Mittelmeer und es heißt nicht Südmeer. Von irgend so einer Jungfrau ohne Unterleib, wie sich Europa jetzt gebärdet, oder unten im Süden, also Nordafrika und die Levante, da rennt der Unterleib ohne Kopf rum. Nein, das gehört zusammen. Das ist ein geschichtlicher Raum, der seit mindestens 10.000 Jahren eine Kultur nach der anderen bringt, als ob da irgendjemand so in diese Suppe rumrührt. Von Byzanz über Karthago, dann waren mal die Griechen dran, dann waren mal wieder die Römer dran, Andalusien, die Pharaonen davor und jetzt eben Nordeuropa und hier und die Blüte. Ja, wunderbar. Und in 500 Jahren und in 1.000 Jahren, so lang müssen wir doch denken. Also erstens muss ich dazu sagen, ich war in meinem Leben noch nie in Amerika und ich würde mich momentan noch nicht gerade trauen, dahin zu reisen mit meiner großen Klappe. Amerika ist, alle Araber lieben Amerika. Alle Araber rauchen am liebsten amerikanische Zigaretten. Alle Araber haben am liebsten amerikanische Wagen gefahren. Zumindest so lange, bis dann die deutschen Wagen sozusagen ja den Rang abgelaufen haben. Ich meine, die haben einfach keine Straßenkreuzer mehr richtig gebaut und dann hatte man nicht so große Lust mehr. Amerika hat sehr, sehr gute Karten in der arabischen Welt. Sie gelten nicht irgendwie in dem Sinne als großer Bruder, sondern eher so als der halbstarke, der kleine halbstarke Bruder, der immer irgendwie randaliert und sich mit irgendwelchen Leuten prügelt. Und da, dann atmet man halt mal tief durch und sagt, okay, ja, naja, gut, der muss sich erst noch die Hörner abstoßen. Ich meine, mein Gott, das sind Kinder im Vergleich zu einer 7.000, 8.000 Jahre alten Kultur. Vergiss nicht, Damaskus ist die am längsten bewohnte Stadt auf diesem Planeten. Jetzt guck dir mal an.
In New York leben ja mehr Juden als in Israel. Aber ich habe leider noch nie eine Statistik gesehen, wo mal zusammengefasst worden ist, wie viel Araber in New York auch leben. Möglicherweise mehr als in Damaskus, ich weiß es nicht. Ne? Aber das ist, also wenn, dann könnte man eher Hassliebe sagen, wenn man also jetzt nicht nur Liebe lässt. Man möchte mit den Leuten keinen Konflikt haben, keinen Krieg. Warum? Ich meine, sie sind großartig, unbegrenzte Möglichkeiten. Hey, die waren auf dem Mond, das haben alle anderen noch nicht geschafft. Man ist eher enttäuscht, dass die amerikanische Politik so einäugig ist. Leute, die ein bisschen intelligenter sind, die wissen, ja, jüdische Lobby weltweit und der große Schwur, wir schützen Israel. Stell dir mal vor, Amerika hätte niemals irgendwas da in diesem Spiel zu tun. Ich glaube, wir hätten mit Amerikanern überhaupt kein Problem. Aber wirklich keins. Dass sie gekommen sind und den Irak besetzt haben, im dritten Golfkrieg war das schon. Der erste war ja, da hat ja mein Vater noch gekämpft. Das war ja noch vor dem Zweiten Weltkrieg. Auch vergessen inzwischen. Danach wurde ja schon, also nach 2003 kamen ja schon die ersten Warnungen, Gerüchte oder sowas. Ja, jetzt ist die Frage, wie bewegt sich die amerikanische Armee weiter? Gen Osten, also gen Teheran, oder erstmal gegen Westen nach Damaskus hin? Und ich habe damals gesagt, auch in einem kleinen Science-Fiction, in einer kleinen Kurzgeschichte das geschrieben, dass also die Damaszener sofort eifrig sämtliche Kasernen um die Stadt sauber gemacht haben, Besen rein und so, damit die amerikanischen Panzer sich schön auch aufstellen können, damit Platz ist, die ganzen Gebäude neu gestrichen und so weiter, weil die Syrer würden die Amerikaner in dem Fall wirklich mit Blumen, also damals, heute sieht es vielleicht ein bisschen anders aus, aber hätten sie mit Blumen empfangen, nach dem Motto, ja, wunderbar, kommt und so weiter. Ihr müsst doch euch eure Soldaten versorgen. Ja, also wir können euch hier Obst, Gemüse, Reis, alles liefern. Bezahlt ihr in Dollar oder in Euro? So, sie hätten sie genommen, genauso wie sie in den letzten 7.000, 8.000 Jahren gemacht haben mit jedem Besatzer. Sie haben die Leute geschluckt. Wo sind die Pharaonen? Wo sind die Mongolen? Wo sind die Kreuzritter? Wo ist Alexander der Große? Wo ist das große römische Imperium? Hä? Aber Damaskus ist immer noch da. Und glaubst du, mit Amerika können sie es nicht genauso machen? Wäre ja gelacht. Als wir in der Schule, in der Mittelschule das Thema hatten, und wie gesagt, Israel als Repräsentant des Westens, der Interessen Europas und Amerikas, der festgemachte Flugzeugträger des Kapitalismus oder wie immer man ihn nannte, da kam der Geschichtslehrer, so liebe Kinder, also heute nehmen wir mal Israel durch. Also, die Römer haben unser Land so 1000 Jahre etwa besetzt, die Osmanen 500 Jahre, die Kreuzritter waren 250 Jahre hier, die Franzosen, ja, so ja, weniger als 100 Jahre. Israel ist erst seit 50 Jahren da. Wir haben also noch viel Zeit. Welche Frage wollte ich stellen? Du wolltest fragen nach den islamischen Militanten. Guck genau, mal, genau. Diese militanten Ausrichtungen kommen oder haben, sagen wir mal, zwei Quellen. Die eine würde ich als eine natürliche Quelle bezeichnen und das andere als Bohrung. Die Bohrung ist das, was die CIA gemacht hat und interessanterweise lässt sich das lückenlos bis in die Nazi-Zeit hier in Deutschland zurückverfolgen. Es gibt ein sehr interessantes Buch, ich glaube von einem amerikanischen oder englischen Journalisten, letztes Jahr erschienen, heißt Die vierte Moschee. Ich habe das zufällig in die Hände gekriegt und also mir fiel wirklich die Kinnlade runter. Genau das ist eben nämlich auch passiert, als er vor einiger Zeit ein Plakat gesehen hat in einem islamischen Land, wo in den vier Ecken die vier wichtigsten Moscheen der islamischen Welt abgebildet waren. Mekka, Medina, Jerusalem und München.
Und ich meine, klar, dass der gestaunt hat und genauso klar, dass ich auch gestaunt habe. Und dann hat er angefangen zu recherchieren und hat festgestellt, dass der Einsatz von Militant, wie nennt man das, also Leute, die militant gemacht werden, ne? Aus muslimischen Ländern einer der Pläne war, hier in der NS-Zeit und das, was damals aufgebaut worden ist und was eben noch heute seine Spuren hinterlassen hat, wie zum Beispiel die Moschee in München, ist dann nahtlos nach 1945 von den Amerikanern übernommen und weitergeführt worden als potenzielle Gegenkraft gegen den Kommunismus. Wir sehen eine, eine Szene in diesem Theaterstück in Persien. Mossadegh hat damals die Erdölförderung im Sinne seines Volkes, seines Landes verstaatlicht. Er hat versucht, das Land aus den äußeren Besitzinteressen zu befreien. Es ist nachweislich ein CIA-Putsch gegen ihn gemacht worden und dann wurde der Schah wieder eingesetzt, als Sohn der Sonne oder wie auch immer. Eines Tages war es aber so weit gediehen, dass Amerika Angst hatte vor einem kommunistischen Umsturz in Persien. Weil die Arbeiterklasse oder die Unterklasse war inzwischen dermaßen unter Druck und verarmt und so stinkig, dass kommunistische Ideale, natürlich auch von der Sowjetunion unterstützt und gefordert, selbstverständlich, gefördert, die Gefahr real gemacht haben. Und wenn in Persien ein kommunistischer Umsturz erfolgt wäre, dann hätte die Sowjetunion einen offenen Weg bis an den arabischen oder auch persischen Golf gehabt. Das galt es zu vermeiden. Also was haben sie gemacht? Sie haben tief in ihre Kiste gegriffen und haben einen gewissen schiitischen Mullah, der seit, ich glaube, 15 Jahren zu dem Zeitpunkt als Asylant im Irak gelebt hat, Khomeini, plötzlich in Paris der Weltöffentlichkeit präsentiert. Und ich habe noch nie in meinem Leben erlebt, wie jemand so schnell zu einem Star aufgebaut wurde. Wenn du dich an die Bilder erinnerst, wie die Weltpresse zu seinen Füßen saß, auf dem Boden und seinen erlauchten Worten lauschte. Dann wurde mit sehr viel Kapital seine Reden reproduziert. Damals gab es noch kein Internet, man musste alles auf Kassetten ziehen. Die wurden millionenfach nach Persien reingeschmuggelt. Das haben auch nicht die Perser selbst finanziert. Und es gab eine islamische, nicht islamistische, sondern eine islamische, schiitische Revolution, die relativ glimpflich sogar noch verlief. Wie gesagt, der Schah konnte immerhin mit seinen 10 Jumbos noch abhauen und ist dann bis seinem Lebensende in Ägypten geblieben. Ja, und alle Beteiligten waren froh. Die Freude des Volkes, was die Grundlage dieser Bewegung war, dauerte aber dann nicht lange, weil die Perser sind an sich intelligent, geschäftstüchtig, wissenschaftlich sehr interessiert und eigentlich auch weltoffen. Heute noch, meines Wissens, produziert der Iran die höchste Quantität an wissenschaftlichen Publikationen relativ zur Bevölkerungszahl. Das hat vielleicht nichts mit der Qualität zu tun, aber es ist trotzdem ein Indikator, den man im Auge behalten sollte. Seitdem haben wir dort ein ziemlich rigides Mullah-Regime. Es wurde installiert, um der Gefahr eines kommunistischen Einflusses einen Riegel vorzuschieben, weil der Islam ist die einzige Kraft, die damals stark genug war, um das zu machen. Irgendwann mal hat dann aber Khomeini gesagt, so, jetzt brauche ich die Amerikaner nicht, jetzt habe ich das ganze Land, ich habe alles hier schön so unter meiner Kontrolle und wurde ein Selbstläufer. Das passiert häufig mit Agenten, die dann denken, sie können das auch alleine machen. Das ist natürlich nicht genehmigt. Und dann, das haben wir doch alle nicht vergessen, war unser großer und lieber Freund Saddam Hussein zur Stelle. Und er wurde mit Waffen bestückt aus aller Herren Länder,
die neuesten Mirage aus Frankreich, die tollsten Waffen aus Amerika und Deutschland und der Schweiz und überall aus der Welt. Diese Audis haben ihn finanziert mit Milliarden. Und dann wurden diese beiden starken, sehr starken Länder, der Irak war das stärkste Land in der arabischen Welt zu dem Zeitpunkt, die größte Anzahl von Frauen im berufstätig, die größte Zahl von Universitätsabsolventinnen in der gesamten dritten Welt. Es war ein laizistisches Regime. Saddam war am Anfang revolutionär. Irgendwann mal ist er dann durchgeknallt, als er angefangen hat, seine ganzen Schlösser und so zu bauen. Das ist auch so ein komischer psychologischer Knackpunkt bei diesen Diktatoren. Das haben wir auch bei Gaddafi und so gesehen. Aber er war noch unser Saddam, der jetzt gegen den bösen Khomeini anstinkte. Und dann haben sie diese beiden Länder in einen 8-jährigen Abnutzungskrieg geführt, der keinem was gebracht hat, außer dem Westen, billiges Öl und ein super toller Markt für Waffen. Und kaum war dieser 8-jährige Krieg fertig, ich glaube 3 Tage später, hat der amerikanische Generalstab offiziell bekannt gegeben, ja, wir haben das Ganze sehr einfach gesteuert, indem wir immer der Seite, die gerade am Vormarsch war, die gefälschten Satellitenkarten in die Hand gedrückt haben. Und somit haben wir das Ganze schön immer so, ne, am Ort gelassen, dass sie sich abnutzen, ohne dass der eine den anderen tatsächlich überrennen konnte. So. Und dann musste noch Saddam weg. Da haben sie dann dieses offene Messer namens Kuwait gemacht. Die amerikanische Botschafterin sagt dem irakischen Präsidenten, Herr Saddam, wenn Sie den Kuwait einnehmen wollen, dann werden wir das als interne Angelegenheit des Iraks betrachten. Ich meine, das ist eine grüne Karte, ein carte blanche. Und er war damals schon so irre, dass er nicht mehr gemerkt hat, dass er da in eine Falle läuft. Logischerweise war es eine Falle. Von der Frau hat man auch später nie wieder was gehört. Und dann gab es natürlich ja diesen Konsens und diese bösen Iraker mit den Brutkästen hatten wir ja vorhin schon einmal und all das andere. Und es, okay, der Irak ist das 19. Bezirk des Irak, aber das heißt, Kuwait, Entschuldigung, das heißt natürlich noch lange nicht, dass es legitim ist, da einfach einzumarschieren mit der Armee. Völlig klar, nur dürfen wir nicht vergessen, dass in Kuwait ein Parlament mal eingesetzt worden ist davor. Und ich sage eingesetzt, weil die Parlamentarier waren handverlesen vom Scheich persönlich. Interessanterweise war der erste Beschluss dieses Parlaments den Anschluss an den Irak, worauf das Parlament aufgelöst worden ist. Und auch also man hat nie was davon mehr gehört. Das ist völlig logisch, weil es sind die gleichen Familien. Es ist das gleiche Volk. Und der Grund, warum der Irak sauer war auf Kuwait, war wiederum Öl. Kuwait wurde installiert damals von den Engländern, um ein Knebel zu sein. Guck dir es geografisch an. Dieses riesige Land, das heutige Mesopotamien, und hat keinen direkten Zugang zum Meer, sondern nur durch dieses Mini-Nadelöhr Schottladen, wo sämtliche Tanker durchfahren müssen. Quasi einer hinter dem anderen, so schmal ist das. Der Irak hat, ich glaube, 10, 15 Jahre lang versucht, mit Kuwait zu handeln. Verkauft uns eine Sandbank, vermietet uns einen Ölhafen, macht, was ihr wollt, aber gebt uns die Möglichkeit, dass wir Öl direkt innerhalb vom arabischen Golf verschiffen können. Wahrscheinlich hätten das die Kuwaitis und sogar der Scheich Sabah gerne gemacht. Sie durften es vermutlich nicht. Aber, wie gesagt, vermutlich, da habe ich keine Indizien dafür. Nur guckt ihr einfach mal die Geografie an, wie diese Länder geschnitten wurden und wie Kuwait als Knebel da eingesetzt worden ist. So, das ist jetzt ein kleiner Exkurs gewesen zu Persien und zum Irak. In der gesamten arabischen Welt haben es die Völker versucht, mit Kommunismus, Südjemen beispielsweise. Sie haben es versucht mit Sozialismus, Irak, Syrien, Algerien. Sie haben es versucht mit Kapitalismus, Libanon. Sie haben es versucht mit Protagonismus. Ja, jeder Ismus, den es irgendwie gab, wurde mal probiert. Und alles ist immer in die Hose gegangen, weil es immer wieder äußere Vektoren gab, die das Projekt an sich, egal unter welchem Namen, nicht oder haben scheitern lassen. Ja, und irgendwann mal gab es halt noch diesen Begriff Islamismus. Oder Militantismus oder wie auch immer. Naja, und dann haben ein paar gesagt, jetzt probieren wir es mal damit.
Das eine Bohrloch. Das war das Bohrloch. Bin war eben auch vollkommen fasziniert. Wenn ich dir zuhöre, habe ich eigentlich umgehend Lust, und das hatte ich in der Lektüre von den letzten Monaten überhaupt nicht, einfach mal darunter zu fahren und mir ein eigenes Bild zu machen. Und deswegen die Abschlussfrage. Würdest du heute jemand empfehlen, in Syrien Urlaub zu machen? Ja, gut, vielleicht nicht jetzt gerade in diesem oder nächsten Monat, aber ich habe die Hoffnung, dass man vielleicht schon im Herbst, spätestens im nächsten Jahr, wieder Urlaub in Syrien machen kann. Das wird mich ungeheuer reizen. Ich hoffe, du sagst es weiter. Vielleicht kriege ich ja dann Preis vom Tourismusministerium. Na gut, der Handel kommt ja wieder durch. Jawohl, hervorragend. Sag mal, vielen Dank für das Gespräch. Gerne.